wunderschönen guten Tag und willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Spiel morgen um 18:30 Uhr bei oder in Wiesbaden. Ich begrüße recht herzlich euch alle da draußen und selbstverständlich auch unseren Cheftrainer Jens Keller zu meiner Rechten. Nach wie vor in der Zeit der Corona-Pandemie ist auch diese Pressekonferenz eine Online-Pressekonferenz. Das heißt, es sind keine Journalisten anwesend, sondern das Ganze funktioniert über eine Zoom-Konferenz. Gut, und genau in diese Zoom-Konferenz schaue ich jetzt einmal und gucke mir alle Kollegen dort genau hier an auf meinem Rechner und schaue mal, wer die erste Frage an unseren Cheftrainer hat. Wer möchte starten? Da sehe ich das Handzeichen von Fadi Keplavi von den Nürnberger Nachrichten. Bitte schön. Guten Morgen. Robert Palikutscher hat die Derby-Niederlage gerade mit fehlender Besessenheit erklärt. Sehen Sie das ähnlich, Herr Keller, dass Ihre Mannschaft ein Einstellungsproblem hat vielleicht? Ich glaube, Einstellungsproblem kann man überhaupt nicht sagen. Wenn man das Spiel gesehen hat, ich glaube, das Spiel war auf Augenhöhe. Ja? Und ja, wir haben aber halt das Tor zugelassen und selber das Tor nicht gemacht. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir unterlegen waren in dem Derby. Aber klar sind wir natürlich mit dem Ergebnis wieder nicht zufrieden. Wer möchte als nächstes? Schweigen im virtuellen Rund. Klaus Bergmann hat die Hand gehoben von der Deutschen Presseagentur. Bitteschön. Du hast leider dein Mikrofon selber nicht aktiviert, deswegen... Jetzt. Ja, ich hab's. Hallo Herr Keller, grüße Sie. Welche Möglichkeiten bleiben Ihnen in der Kürze des Zeit bis zum Spiel morgen und welche vor allen Dingen personellen Möglichkeiten könnten Sie eventuell ausschöpfen oder welche Überlegungen haben Sie da? Ja gut, der zeitliche rein zum Trainieren geht natürlich nicht allzu viel. Wir haben gestern regeneriert, das Spiel hat durch die Temperaturen auch unheimlich viel Kraft gekostet und und heute werden wir nochmal uns bewegen, aber groß trainieren können wir natürlich in dem Zeitraum nicht. Um was geht es? Um Gespräche, das Vertrauen in der Mannschaft geben und personell müssen wir jetzt einfach schauen. Wir haben heute nochmal Training, es sind 2, 3 angeschlagene Spieler, wo wir jetzt noch nicht wissen, ob es geht oder nicht geht. Und klar wollen wir natürlich auch Frische reinbringen, mal gucken, in welchem Ausmaß wir es hinkriegen. Wie gesagt, wir müssen jetzt das Training mal abwarten oder wenn die Spieler da sind. Nico Gehlef von der Bild, bitteschön. Auch für dich gilt... Bist du hören? Jetzt können wir dich hören, genau. Hella, guten Morgen. Sie haben gerade Frische angesprochen. Was planen Sie denn für personelle Veränderungen, beziehungsweise was ist möglich? Und gibt es irgendwelche besondere Maßnahmen vor dem so wichtigen Spiel jetzt morgen Abend? Da geht es ja um doch eine ganz, ganz eine Menge. Macht man vielleicht auch mal abseits des Platzes was, weil viel Möglichkeit zu trainieren hat man ja nicht. Das ist abseits des Platzes, ja, wir führen Gespräche und machen, aber ansonsten blieb ja auch jetzt nicht allzu viel Zeit. Ja. Wir haben am Samstag gespielt, Sonntag, heute ist Montag, morgen geht's weiter, also so richtig viel bleibt ja nicht, um irgendwelche Aktionen zu machen. Aber ich bin auch überhaupt kein Freund von Aktionismus, sondern klaren Ansprachen, klare Dinge aufzeigen und ja, personell, wie ich gerade schon gesagt habe, wir müssen jetzt erstmal warten, wie die Spieler heute kommen. Gestern waren viele natürlich K.O. und ja, der eine oder andere noch ein bisschen angeschlagen und deshalb müssen wir heute erst warten, um endgültig zu entscheiden, inwiefern wir Veränderungen vornehmen. Habt ihr weitere Fragen? Fadi Keplavi nochmal. Gehört Mavropanos zu den angeschlagenen Spielern? Der ist ja am Samstag mehrmals am Kopf getroffen worden. Auch wie geht's dem? Es ist einer der Spieler, bei dem wir jetzt noch nicht wissen, wie es geht. Ja. Er hat Probleme und wir müssen jetzt heute schauen, wie es ist nach der Behandlung beziehungsweise auch, ob er trainieren kann. Und dann können wir entscheiden. Aber er ist einer der Spieler, der Probleme hat, ja. Klaus Bergmann. Vom Gegner, der nun einen überraschenden Sieg gelandet hat, der damit mit einer anderen Mentalität vielleicht ins Spiel gehen kann. Ich hatte den Anfang nicht verstanden. Ich
Welchen Eindruck macht auf Sie der Gegner, der ja nun einen überraschenden Sieg gelandet hat und mit einer anderen Einstellung vielleicht da reingehen kann, andere Mentalität? Ja, was ist andere Einstellung? Ich glaube, wir müssen die Einstellung auch, die wir die letzten Wochen schon gebracht haben, wie gesagt, aber mit noch mehr, Robert hat es gesagt, vielleicht Besessenheit. Das ist ja das, was ich auch immer wieder gesagt habe. Wir müssen Dinge erzwingen. Ja, aber es darf auf keinen Fall sein, dass die Mannschaft mit einer anderen Einstellung reingeht. Und Wiesbaden lebt natürlich klar von ihrer Einstellung, von ihrem Teamcharakter. Und das darf aber auf gar keinen Fall sein, dass wir anders auftreten. Wir müssen genauso präsent, genauso eine Mentalität haben und ja, um jeden Millimeter so Plattitüde einfach kämpfen, fighten. Und das wird das Wichtigste sein, ja, dass wir über den Kampf in das Spiel reinkommen und dann ja, auch das Glück erzwingen, wie ich schon seit der ein oder andere Woche gesagt habe. Georges Zakarides vom Frankenfernsehen als nächstes. Ja, hallo Herr Keller, es wurde schon angerissen, der SVW in Wiesbaden ist ein direkter Konkurrent. Das Hinspiel haben wir ja sicher alle noch in Erinnerung mit dem 0 zu 2. Ist Ihre Mannschaft da auch gewarnt und kann man sagen, dass jetzt ein Sieg wichtiger wäre denn je? Ja, gar keine Frage. Man muss sich ja nur die Tabellenkonstellation anschauen. Und ja, gewarnt. Wir wissen natürlich das Spiel in der Vorrunde. Da haben wir, glaube ich, keine Ahnung, 65% Ballbesitz gehabt. Wir haben auf ein Tor gespielt, aber ja, nicht im letzten Drittel nicht genügend Durchsetzungskraft gehabt und sind in zwei, ja, Umschaltsituationen gekommen. War sicherlich noch bei der einen Torwartfehler dabei. Und klar sind wir da gewarnt und sie haben vorne einen Stürmer, der aus nichts ein Tor machen kann und da müssen wir schon hellwach sein. Chris Bichele vom Kicker als nächstes. Kurze Frage noch, ist Hack auch einer der Spieler, war ja offensichtlich mit seinem Eisbeutel am Knöchel, ist dessen Einsatz auf der Kippe? Auch er gehört dazu, ja. Er musste am Samstag raus mit Problemen und auch da ist es noch nicht ganz gewiss, wie es aussieht, ja. Wer möchte noch? Fadi Kablawi nochmal, bitteschön. Sie haben nach dem Derby gesagt, dass der Plan war, der Spielvereinigung erstmal den Ball zu überlassen, das Spiel zu überlassen. Ist das eine Option auch für den Auftritt in Wiesbaden oder ist das eine ganz andere Partie, in der der 1. FC Nürnberg das Spiel machen muss? Ich denke, das ist eine andere Partie. Ja, Wiesbaden lebt auch von den zweiten Bällen, von langen Bällen auf Schäffler, wo sie nachgehen. Ja, ich denke, dass sie ja, uns eher den Ball geben wollen. Und klar, und da müssen wir Lösungen haben. Und deshalb wird es bestimmt ein anderes Spiel als gegen Fürth. Georges Zakarides. Es wurde vorhin schon kurz angesprochen, Sie hatten natürlich jetzt wenig Zeit vom Derby bis zum Spiel morgen. Und ich glaube, motivieren muss man ja da wirklich keinen Spieler mehr. Da wissen alle, worum es geht. Aber inwieweit können Sie oder was tun Sie auch als Trainer, um die Jungs immer wieder aufzufangen und wieder neu reinzubringen? Ja, ich gehe vorne weg. Ja. Ich gehe mit breiter Brust vorne weg und zeige den Jungs, ja, wir haben das alles in der Hand. Wir können das entscheiden. Und ich bin in keinster Weise, klar, habe ich auch gesagt, nach dem Derby-Sieg ist es erstmal, wo man sich schütteln muss. Aber ich war dann Sonntag auch schon wieder da und habe auch Sonntag die Jungs schon wieder aufgebaut. Denn wenn wir was nicht vorwerfen können, ist es, dass die Jungs nicht wollen. Ja. Also das ja, verneine ich vehement, dass die Jungs probieren, an die Grenze zu gehen, dass sie es machen, dass das Fortun im Moment ein bisschen fehlt. Aber deshalb war ich am Sonntag schon wieder da und ich lebe es vor und gehe voran. Wer geht von euch voran und stellt die nächste Frage? Markus Schädlich, bitteschön. Hörst du gar nichts? So. Aber nur ein bisschen. Na, da haben wir ein bisschen technische Probleme. Jetzt, Markus Schädlich. Jetzt funktioniert es. Okay. Herr Keller, Sie haben angesprochen, dass Sie Gespräche mit den Spielern geführt haben. Welchen Eindruck haben Sie denn von den Spielern und aus diesen Gesprächen? Wie hat die Mannschaft diese Derby-Niederlage verarbeitet? Ja, wie gesagt, ich habe jetzt heute noch nicht viele Spieler gesehen. Gestern
waren sie sicherlich noch ein bisschen niedergeschlagen, aber das haben wir dann in der Besprechung ganz klar gesagt, dass es keinen Grund gibt, beziehungsweise wir haben am Samstag schon, dass wir das in der Hand haben, dass jetzt ein ganz, ganz wichtiges Spiel kommt, wo jeder noch auf sich hoch fokussieren muss, konzentrieren muss und ja, die Leistungsbereitschaft, die wir die letzten Wochen und vielleicht noch einen Tick drüber hinausgehen. Wir müssen über unsere Grenzen gehen jetzt und das habe ich der Mannschaft vermittelt. Und wie gesagt, gestern habe ich es das letzte Mal gesehen, heute haben wir erst noch Training und ich werde wieder es vorleben und ich bin überzeugt, dass die Mannschaft daran glaubt. Nico Gehlef. Herr Keller, wie gesagt, das ist ja ein Spiel, Sie haben es angebrochen, die Bedeutung dieses Spiels. Der Druck ist auf Seiten des 1. FC Nürnberg sicherlich größer, weil er aufgrund der Vereinshistorie, denke ich, auch weitaus mehr zu verlieren hat in dem Spiel als wir in Wiesbaden. Kann das ein Problem werden für die Köpfe der Spieler, für den Auftritt morgen Abend? Ja, das ist die Situation natürlich klar, dass die Mannschaft weiß, dass man das auch spürt von außen, das ist ganz klar. Aber ich sehe jetzt nicht so, dass Wiesbaden nicht den Druck hat. Ja. Ich glaube, Wiesbaden möchte auch nicht absteigen und die haben den gleichen Druck. Sie sind auch 2 Punkte noch hinter uns. Also wenn sie gegen uns verlieren, wird es sicherlich vorbei sein für Wiesbaden, gehe ich von aus. Dann sind es noch 2 Spiele, wären auf uns dann 5 Punkte und deshalb sehe ich das nicht so, dass Wiesbaden den Druck nicht hat. Also Wiesbaden möchte sicherlich nicht in die dritte Liga absteigen. Chris Bichele vom Kicker als nächstes. Keller, Sie haben vorhin mal gesagt, da ist ein Gegner, die haben einen Stürmer von drin, der mal aus dem Nichts ein Tor schießen kann, das ist der Herr Scheffler. Wie sehr würden Sie sich wünschen, auch mal so einen Stürmer zu haben? Und B, die Frage, ist es eine Möglichkeit, mal Schleusern ins Zentrum zu stellen, nachdem ja alle 3 Mittelstürmer im Augenblick wenig Torgefahr ausstrahlen? Ja, Möglichkeiten gibt es schon. Schleuse war jetzt auch öfters auf dem Platz. Er konnte auch von außen ein Tor machen. Es muss ja nicht immer im Zentrum sein. Also bei uns müssen nicht die Stürmer unbedingt die Tore machen. Wir haben, glaube ich, unheimlich viel Torgefahr mit Hanno, mit Michi, Mika, ja, Schleuse hat es schon bewiesen, Dove hat es bewiesen. Ja, wir haben schon natürlich Spieler, Geisi hat einige Tore gemacht. Ja, wir haben schon viele Spieler und klar, ich meine, Scheffler hat im Moment eine sehr, sehr gute Quote, eine gute Saison, aber es ist hier alles kein Wunschkonzert. Wir haben Stürmer, die es auch schon nachgewiesen haben, aber es ist halt so schön, wie man sagt, wenn der Knoten mal platzt, dann funktioniert es, dann läuft es und den müssen wir halt einfach mit aller Macht erzwingen. Als nächstes Klaus Bergmann von der dpa. Herr Keller, die Tabellensituation lässt ja so viele Konstellationen möglich. Sie wollen sicherlich natürlich unbedingt auf Platz 15 mindestens. Ist das so, dass Sie das Spiel hopp oder top angehen oder sagen Sie dann doch, das allerwichtigste Ziel ist, vor Wiesbaden zu bleiben? Also auch ein Punkt könnte gut sein. Wir müssen sehen, wie das Spiel läuft. Wir gehen dahin, um das Spiel zu gewinnen, aber wir werden sicherlich nicht ins offene Messer laufen. Ja? Das ist nicht der Plan. Wir müssen weiter so konzentriert, wie wir die letzten Wochen gegen den Ball arbeiten, ja, und dann noch mit mehr Entschlossenheit, mit mehr Mut, mit mehr Tempo in die Tiefe gehen. Ja, und das wird sein. Aber wir müssen weiterhin so kompakt arbeiten gegen den Ball und weiter so wenig wie möglich Chancen zulassen. Ja, so wie wir es eigentlich die letzten Spiele gemacht haben. Nur wir haben halt immer wieder das eine Tor gekriegt und deshalb wird es aber trotzdem wichtig sein, kompakt. Ja. Wir werden nicht Hauruck-Fußball spielen. Gibt es noch weitere Fragen eurerseits? Keine Bewegung in der virtuellen Welt, keine Handzeichen mehr, keine Chat-Einträge. Ich schaue nochmal, daran ändert sich nichts. Dann sagen wir vielen Dank. Wir beenden die Pressekonferenz. Jens, guten Weg mit der Mannschaft nach Wiesbaden und euch einen schönen Resttag. Macht's gut. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.